die größten Staatskünstler Österreichs, nehmen die Politik auf die Schaufel und haben nichts gefunden. Wir sind die Staatskünstler und wir haben eine relativ einfache Botschaft zum Thema Mein OE. Unterschreiben ist kein Pföller. Nein, im Gegenteil. Denn diese Herrschaften kümmern sich um wirklich wichtige Dinge. Also die sind alle, wenn sie sich durchlesen, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, lauter vernünftige Forderungen, die stellen, oder? Naja, dann werden sie auch nie realisiert werden. Ne? Aber es ist natürlich schon auch darauf hinzuweisen, es gibt die Alternative, das alles super zu finden, nicht hinzugehen, nicht zu unterschreiben und dann zu sudern, dass in dem Scheißland nichts weitergeht, weil alle zu faul sind, dass sie den Arsch in die Hände bringen. Kann man so auch machen. Ist aber ärgerlich im Nachhinein dann. Wird man sich vielleicht ein bisschen ärgern, dann hat man noch einen Grund, sich weiter zu ärgern. Und ja, wenn einem das glücklich macht, also empfehlen wir Variante B. Eines Tages wird man munter und stellt fest, dass einem ein Kronenzeitung-Abo gewachsen ist. Das kann sehr schnell passieren. Ja. Gibt es furchtbare Fälle, wo das schon da drückt man ein Eiterwimmel raus und dann da kommt der Chanet-Artikel raus. Na? Also für den Fall, dass Sie sich darüber ärgern, dass es in Österreich keine gescheite politische Satire gibt, das unterschreiben und Sie können dafür Sorge tragen, dass intelligente, junge Menschen heranwachsen, die den Beruf viel besser beherrschen als wir. Also falls Sie unsere Gefräser nicht sehen können und sich denken, wann gehen die in Pension, die Idioten? Bitte. Ja. Eine nachhaltige Investition in die Zukunft. Schaffen Sie uns ab. Schaffen Sie, ja. Unterschreiben Sie und dann sind Sie uns Juni, Entschuldigung, Juni. 15. Juni, dann ist es vorbei. Ja. Dummen. Dann. Wie beim Bauspann. Ja. Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie brauchen nicht mehr zuschauen.